Moin Moin, hier ist Christian von The Maltet, ich grüße euch. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und der Osterhase war heute auch bei mir da und zwar in Form des lieben Wolfgang Zetz. Und der liebe Wolfgang hatte damals bei der letzten Dienstenverkostung, als ich sagte, dass ich die Grundrange noch gar nicht so kenne von Diensten, das als Anlass genommen, um mir drei kleine Ostereier zu schicken. Vielen Dank dafür, lieber Wolfgang. Ich habe dazu auch noch mal einen richtig lieben, netten Brief bekommen. Und der hat darin geschrieben, dass das eben der Anlass für ihn war, mir diese drei Whiskys zu schicken. Einmal den Virgin Oak, dann einmal den 12-Jährigen und den 18-Jährigen. Und er findet den 18er am interessantesten, weil der zusätzlich zu der Bourbonfassreifung noch mal in frischen Bourbonfässern gereift worden oder in Ex-Bourbonfässern gereift worden ist. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal an bei diesem Vertical Tasting von Diensten, welcher uns oder mir am besten so gefällt. Wir haben hier jeweils 46,3% Alkoholvolumen. Diese Whiskys wurden nicht kühl gefiltert und auch nicht gefärbt. Es wird regionale Gerste verwandt und auch das Wasser aus dem örtlichen Fluss genommen. Also alles sehr regional und sehr nachhaltig. Gut, schauen wir uns mal den Virgin Oak an. Bei dem Virgin Oak ist es so, er lag vorher in Ex-Bourbon-Fässern und wurde dann nochmal gefinisht in frischen Eichenfässern. Und in der Nase habe ich gleich sowas richtig schön Frisches. Grüner Apfel, würde ich sagen. Dann habe ich so malzige Getreideflocken. Bisschen Honig dazu, Vanille. Ja, und nochmal sowas ein bisschen Kuchenartiges. Aber als erstes kommen diese frischen Äpfeln, diese auch Zitrusnoten habe ich hier drin. Und das Getreide, beziehungsweise so in Honig eingelegte Getreideflocken, so Frühstücksflocken. Slange. Auf dem Gaumen kommt jetzt so eine gewisse ganz leichte Eichenwürzigkeit, gepaart mit diesem frischen grünen Apfel, der malzigen Süße und ganz leichten Vanilletönen. Der Whisky kostet meines Erachtens so, ich habe ihn jetzt im Angebot gesehen, für 21 Euro. Normalerweise liegt er so um die 25 Euro. Der Abgang ist ja, eher kurz bis mittellang. Kurz, doch eher Richtung kurz. Aber für das Geld, für den Preis ist das ein schöner Sommerwhisky. Doch, unkompliziert zu trinken, für Einsteiger ganz nett, überfordert nicht und hat schöne frische Noten. Also der gefällt schon mal. Ist richtig schön. Und wie gesagt, für den Preis auch wirklich okay. Altersmäßig, ist immer schwer, sich festzulegen. Ja, so 8 Jahre vielleicht, um die 8 Jahre. Ja, könnte man sagen. Schauen wir mal, was der 12er so in der Nase sagt. Hier habe ich 12 Jahre Ex-Bourbon-Verslagerung. Und hier habe ich schon gleich so einen richtig schönen Vanille-Karamell-Toffee-Ton. Ich habe so ein bisschen die typischen tropischen Früchte von der Ex-Bourbon-Verslagerung. Und ich bilde mir ein, dass jetzt
vielleicht ganz komisch, aber so ein bisschen eine ganz, ganz zarte Rauchigkeit oder es könnte auch so eine ganz leichte Eichenwürzigkeit sein. Aber der hat irgendwas. Nur sowas, als ob man gerade eine Kerze ausgemacht hätte. Der, also man merkt schon mal hier einen Unterschied. Doch, ganz klar, längere Ex-Burn-Fass-Lagerung. Diese schönen Karamelltöne, diese Vanille, die hier viel stärker in die Nase steigt. Auch leichte Zitrusnoten und so ein bisschen Honigsüße. Vielleicht so, sogar so eine Orangentönigkeit, so ein ganz kleines bisschen. Der Whisky kostet so um die 35 Euro. Hat auch, meine ich, ein paar Preise gewonnen. Naja, Slange. Oh ja. Ein bisschen Ingwer kommt hoch am Gaumen. Man hat jetzt nochmal die Vanille. Und ganz leichte Fruchtigkeit auch. Wie gesagt, so Zitrusfrüchte, die sich mit tropischen Früchten so ganz leicht vermischen. Alles nicht aufdringlich. Es kommt alles und geht. Der Abgang. Ich sehe etwas länger als bei dem Birchen Oak. Er wirkt natürlich runder, dadurch, dass er länger gereift ist. Es ist also eine deutliche Steigerung von diesem Birchen Oak, diesen frischen Noten, diesen Frühstücksflockennoten, diesem grünen Apfel oder diesem frischen Apfel und diesen ganz leichten Vanillenoten hin zu einem doch schon etwas schwereren Whisky mit einer schwereren Vanille, mit so einer, wie gesagt, leichten Ingwerschärfe am Gaumen. Aber ganz leicht nur. Das stört überhaupt nicht. Man merkt nur, oh, da kommt eine Würzigkeit hoch. Es ist echt schön abgestimmt, diese tropischen Früchte. Ich nehme nochmal einen Schluck. Also im direkten Vergleich bin ich eher bei dem 12er als bei dem Birchen Oak. Der ist hier schon merklich runder. Der ist gereifter, der hat, wie gesagt, dieses Potpourri aus diesen Zitrusfrüchten mit leichten tropischen Früchten. Der hat so eine unterschwellige, man kann es, es ist eigentlich keine Rauchigkeit, das ist so eine Eichenwürze, die der hat. Aber so was Herbes, was sich da reinschiebt. Ah ja, ist schön. Also für, wie gesagt, 35 Euro. Kriegt man bestimmt auch mal im Angebot für 30, 32, ist der echt toll gemacht. So, und jetzt kommen wir mal zum 18er. Den hatte ja der liebe Wolfgang angepriesen als der interessanteste von den dreien. Gut, hat natürlich 18 Jahre Reifung. Wie gesagt, wurde in Ex-Bourbon-Fässern auch gelagert, bekam dann aber nochmal ein Finish in frischen First Fill Ex-Bourbon-Fässern und sollte jetzt nochmal der richtige Kracher sein. Und in die Nase kommen erstmal so eine Eichenwürzigkeit noch mal rein. Ja, also der hat mehr von allem. Und diese, was sie hier erst als Rauchigkeit so ein bisschen hatte, ist hier wirklich als Eichenwürzigkeit. Und das ist
hat man hier ganz stark. Ganz starke Eiche, leichten Ingwerton, den hat man schon an der Nase. Dann kommt Toffee. Ja, Karamellfudge. Auch wieder Vanille natürlich. Honigtöne. Und also wirklich eine schöne Eichenwürze dazu. Also hier steigert sich die Komplexität natürlich mit den Jahren der Reifung. Richtig schön. Auf dich, Wolfgang, Slange. Richtig süßer Honigton. Dann wieder dieser leichte Ingwer, diese Würze, diese leichte, ganz leichte Schärfe. Dann wird es trocken. Richtig trockener, holziger Ton auf der Zunge, am Gaumen. Vanille kommt immer mal wieder durch. Man merkt hier aber auch die Stärke der Eichenfässer. Also amerikanische Weißeiche. Und man wird an der Nase diese schöne karamellige Toffee-Fudge-Note. Richtig schön. Ja, also klar, der kostet 70 €. Ich habe ihn sogar bei anderen für 80 gesehen. Ist natürlich dann nochmal richtig ein Schluck aus der Pulle. Geldlich gesehen. Aber wenn man auf schöne, komplexe, ex-Bourbon fast gereifte Whisky steht, sind 70 € für einen 18-Jährigen auch gut angelegt. Man weiß, wo die Gerste herkommt, aus der Region, aus den südlichen Highlands. Ja, diese schöne Eichenwürzigkeit gepaart mit diesem dieser Honigsüße, mit diesem auch mit diesem Karamell, mit dem Toffee. So ein bisschen Heu hat er auch. Ah, der ist schön. Der ist echt schön. Toll gemacht. Der Abgang ist hier länger. Verbleibt länger am Gaumen, an der Zunge. Läuft schön die Speiseröhre runter. Auf der Zunge kommt es immer mehr Würzigkeit, Trockenheit, wirkt astringierend. Boah. Ja, der ist schön. Also ich finde alle drei toll, aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich mich, glaube ich, für den 12er entscheiden, weil er vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Mit 35 € ist der echt ein Schnapper. Und er bietet eine schöne, ex-Bourbon fast gelagerte Vanilligkeit, Karamelligkeit und eben auch so ein bisschen Würze und hat eigentlich vereint aus den beiden anderen so eigentlich die beiden Welten. Das ist einer für Fortgeschrittene, wo ich sagen würde, okay, den würde ich auch ans Ende eines Tastings setzen, weil der wirklich sehr starke Eichennoten hat, weil der diese Komplexität hat von auch Früchten zusammen mit dieser Honiglastigkeit und dem Ingwer und dem Heu, und da kommt richtig viel rüber.
Ja, das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein frohes Osterfest. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Bis denn. Ciao.